Ja, wichtig ist, dass wir jetzt nicht die Zeit haben, irgendwie in Trauer zu verfallen. Wir haben, glaube ich, sechs hervorragende Spiele gemacht und gestern jetzt wirklich eine Halbzeit liegen lassen. Die sollte uns nicht von unserem Weg abbringen. All diese Basics, die uns bisher ausgezeichnet hatten, die hatten wir nirgends. Also weder auf den Außenpositionen noch im Kreis noch auf den Halbpositionen. Da waren wir gestern in allen Bereichen unterlegen. Woran das liegt oder woran das lag, das müssen wir natürlich noch aufarbeiten. Und dann geht es einfach darum, dann zu zeigen, dass man jetzt nicht in Mitleid verfällt oder in Selbstmitleid verfällt, sondern dass man den Kampfmodus wieder einstellt. Und wie gesagt, Fünfter zu werden in der Welt ist ein Ziel. Wir sind hier im Profisport, deshalb müssen wir damit eben auch umgehen, dass es mal unangenehm wird, dass es mal Nackenschläge gibt. Das ist ganz klar. Und das lernen Sie aber alle miteinander hier auch. Und entsprechend bin ich zuversichtlich, dass wir das morgen hinkriegen.